Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin Jana und heute startet meine Italienreise. Mein Ziel ist, einmal rings um den Stiefel zu reisen und mir die bekanntesten oder schönsten Highlights dort anzusehen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also, los geht's! Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ja, meine erste Pleite ist, ich bin hier bei Aral, wie ihr seht. Und schaut mal da oben hin. Es gibt hier kein Benzin. Also eine Tankstelle, wo es kein Benzin gibt. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt nicht rein. Da steht auch dran, keine Kartenzahlung. Also kriege ich auch keinen Snack. Und fahr zur nächsten Tankstelle. Erster Tankstopp. Ich bin in Bayern, in Denkendorf. Und jetzt tanke ich erstmal noch ein bisschen. Aber nicht voll, denn ich bin ja bald in Österreich und da ist es immer noch günstiger als hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade aufgewacht und kennt ihr das? Im ersten Moment denkt ihr, heute ist ein ganz normaler Tag, ihr müsst gleich arbeiten und in dem Moment wurde mir bewusst, ich bin unterwegs. Und dann öffnete ich die Augen und sah das. Das ist auch so ein Moment, wenn man abends im Dunkeln ankommt und gar nichts sieht und dann morgens erwacht man, schaut aus den Fenstern und dann sowas. Einfach genial. Ja, ich bin hier an einem See in der Nähe von Kramsach. Und jetzt will ich natürlich nicht gleich weiterfahren, ist ja auch eine schöne Gegend hier. Ich will erstmal den See anschauen, mir die Gegend ein bisschen angucken und dann geht's halt weiter Richtung Süden. Nehme ich euch mit. Hier bin ich und jetzt kann ich hier so einen kleinen Weg wandern zum Bergesteiner See. Ein netter Parkplatz kostet 5 Euro am Tag. Jetzt hat eine Freundin aus Berlin, die hier auch gerade im Urlaub ist, gesehen, wo ich bin. Und wir haben uns ganz spontan für eine kleine Tour entschieden. Jetzt warte ich hier eine halbe Stunde, bis sie kommt und dann geht's los. Es war eine wunderschöne Gegend. Wir haben gemütlich einen Kaffee getrunken. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was ich gesehen habe um den See herum. Und danach geht es weiter Richtung Süden. Mit dieser schönen Aussicht verabschiede ich mich von Österreich. Es geht weiter. Schnell noch tanken, der Brenner naht. In Österreich ist es günstiger. Andere Seite vom Brenner und zack! 28 Grad. Ach, da geht noch was. 31, 32. Ui, die Anfahrt zu meinem Stellplatz ist schon ein bisschen tricky. Ich musste schon mehrmals zurücksetzen, weil die Straßen einfach viel zu schmal sind. Oh je, fahrtechnisch gesehen ist Italien überhaupt nicht mein Land. Ich hasse enge Straßen. Ich bin gespannt, ob ich ohne Schramme aus dieser Reise davonkomme.
ich habe wieder einen schönen Schlafplatz gefunden. Diesmal stehe ich auf einem Berg und schaut euch mal die Aussicht an. Das ist mein Parkplatz und darf ich euch den Iseosee vorstellen? Nach der langen Fahrt habe ich mir das verdient. Ich wandere jetzt noch ein paar Meter und habe diese schöne Aussicht. Das ist einfach nur 5 Minuten von meinem Auto entfernt. Das ist der Iseosee. Gibt es hier eigentlich Bären? Ich bin jetzt hier in der Lombardei und wandere gerade ungefähr auf einer Höhe von 560 Metern. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist schon Tag 3 meiner Tour. Ich bin hier am Iseosee immer noch, aber auf einem anderen Parkplatz. Schaut doch mal, wie schön das hier ist. Hier steht Venna. Hier sind die Oliven. Und da ist der See. Und das da drüben ist übrigens eine Insel, also man kann einmal drumherum fahren oder auf der Insel einmal drumherum wandern. Also wunderschön hier. Mitten auf der Straße ein Feigenbaum. Leider komme ich immer zu einer Jahreszeit, wo es noch keine Feigen gibt. Irgendwie sind die hier auch alle runtergepurzelt. Der Ort heißt hier übrigens Sale Marasino. Und ihr seht, es gibt hier auch öffentliche Busse. Parkplätze sind hier unten direkt am Strand, an der Straße. Alle kostenpflichtig, aber es gibt auch eine Bahnverbindung. Ich habe auch schon einen Zug gesehen. Jetzt habe ich hier einen winzig kleinen Strand entdeckt. Das ist ja voll niedlich. Baden auf eigene Gefahr. Ja, ist ja klar. Erstmal testen, aber das Wasser ist sehr angenehm und glasklar. Kurzes Fazit zum Iseosee. Also der Iseosee, den würde ich als kleinen Bruder des Gardasees bezeichnen. Er ist von der Fläche her, also der hat hier 65 Quadratkilometer, der Gardasee 370 Quadratkilometer. Also etwas kleiner, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an dieser riesigen Insel mitten im See. Und ansonsten findet ihr hier alles, öffentliche Verkehrsmittel, Bus, Bahn. Ihr könnt hier super gut mit dem Fahrrad fahren. Also, wenn ihr nicht diesen Massentourismus am Gardasee mögt, dann kommt einfach hierher und Touristen sind überall. Hier gibt es noch diese kleinen Olivenölproduzenten, wo du das Olivenöl persönlich noch in deine Flasche füllen kannst. Ich habe hier gerade so eine Wasserstelle entdeckt. Ich weiß nicht, ob es Trinkwasser ist, auf jeden Fall aus dem Kanister wasche ich ja sowieso nur ab oder koche es auf. So, es geht los, weiter Richtung Süden. Tschüss, Lago di Iseo. Auch schön hier. Ich bin jetzt ungefähr da, wo man sagen kann, ja, ungefähr fängt hier der Stiefel an. Jetzt hier 60 Kilometer vor La Spezia und sieht ganz nett aus, die Landschaft. Ich bin jetzt in Minopiano und
Schaut euch mal die Berge an. So geil. Das ist mein Weg. Und so sieht's hier aus. Ich sag euch, ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich so lange fahren muss für die paar Kilometer. Tatsächlich 500 Meter pro Minute. Ich bin heute auch mal angekommen an einem Ziel. Da steht Venna und der Ort heißt Castel Nuovo di Garfagnana. Bevor ich es wieder vergesse, sage ich es lieber gleich. €2 voll okay, kostet jetzt ja auch in Albanien schon so viel. Das ist der Sergio, der ist hier der drittlängste Fluss in der Toskana. Der allerlängste ist der Arno und den zweiten habe ich vergessen, Ombro oder so. Ein kurzes Fazit, ja, nette Stadt. Aber der Weg hierher ist super beschwerlich, immer Kurven und dauert Ewigkeiten. Also wie gesagt, 500 Meter pro Minute kommt man voran. Also wenn ihr hier in der Nähe seid, könnt ihr gerne mal herkommen und euch das anschauen. Aber extra hierher fahren würde ich nicht nochmal. Ich bin jetzt hier in Lucca. Der Tipp kam von jemandem von Instagram, glaube ich. Und ja, jetzt gehe ich durch die Stadtmauer. Schon noch gut erhalten alles. Es ist schon ziemlich spät jetzt hier, 20 Uhr, aber am Tage kann man sowas einfach nicht machen im Sommer, das ist zu heiß. Ja, die gut erhaltene Stadtmauer aus der Renaissance, die umgibt hier die Altstadt und da werde ich jetzt mal gucken gehen. Das ist die Kirche San Francesco, da kann man mittelalterliche Gräber begutachten und einiges an antike Kunst. Richtig schön hier. Erinnert so ein bisschen an Venedig. Richtig, richtig schön hier. Eine typische italienische Stadt halt. Mit diesem Flair, was man halt einfach gerne mögen muss. Und eins muss ich sagen, alles was hier noch offen hat jetzt nach 20 Uhr, sind Restaurants. Die Geschäfte haben alle um 20 Uhr geschlossen. Da sieht man noch einen Teil der Altstadt von Lucca. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren.